بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir laden euch recht herzlich ein, am 7.9. nach Frankfurt zu kommen, zu unserer Veranstaltung Wie erlangt man den Weltfrieden? Und mit dabei wird Abu Hamza sein, Pierre Vogel, Abu Naila, Abu Romeisa wird eröffnen mit Koranrezitation und ich werde auch da sein, inshallah. Und natürlich viele Geschwister aus dem ganzen Bundesland und aus den Nachbarländern. Und wir wollen euch motivieren mit diesem Video. Kommt vorbei, liebe Geschwister. Seid ein Teil. Steuert etwas dazu bei, dass der Islam nach vorne kommt. Schau nicht einfach nur tatenlos zu, sondern sei ein Teil der Umma, die Herzen bewegen. Ja, gehöre dazu. Denn das ist unser Ziel, an diesem Tag die Herzen der Menschen zu bewegen. Wir wollen an diesem Tag, wollen wir den Menschen Lösungen mitgeben, ja, wie man Weltfrieden erlangt, was der Sinn des Lebens ist, wie man aus Depressionen rauskommt, wie man inneren Frieden erlangt, ja, und was nach diesem Leben allgemein passiert, wer Allah ist. Wir wollen an diesem Tag vieles vermitteln. Es wird ein Familienfest, inshallah. Es wird ein schöner Tag mit Konvertierungen, bi'idhnillah. Deswegen sei dabei, komm auch du, mein Bruder und meine Schwester an diesem Tag und auch alle Nicht-Muslime, komm vorbei und macht euch selber ein Bild. Viele reden über uns schlecht. Viele, die uns hassen, ja, die reden und sagen, das sind Hassprediger, das sind Radikale. Kommt an diesem Tag vorbei und macht euch selber ein Bild. Hört nicht immer auf die Medien. Ihr habt an diesem Tag die Chance, euch selber zu überzeugen, wer wir sind und was wir predigen. Das ist ein Tipp an euch. Wir hoffen, dass ihr an diesem Tag zahlreich erscheint und dass dieser Tag ein purer Erfolg wird. Und liebe Geschwister, euch sagen wir auch noch, wir wissen, dass es Neider gibt, die davon abhalten. Aber diese, die schlafen immer noch mit den Füßen in den Steckdosen. Und die sehen gar nicht in Ernst der Lage, dass die Menschen auf dem Weg sind zur Hölle. Wir wollen, dass die Menschen mit uns ins Paradies gehen. Wir wollen die Wahrheit verkünden, mitgeben. Und das mitten in Frankfurt. Allahu Akbar. Nochmal, sei dabei. Assalamu alaikum wa rahmatullah.